Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem Video. Endlich mal wieder im Stehen, Alter. Ja, also endlich ist halt wirklich hier mal wieder am Stehen. Ich stehe hier mal wieder. So. Ich hoffe, dass mit der Kamerahöhe passt jetzt diesmal und alles ohne Pipapo. Heute, wie es wahrscheinlich auch schon im Titel und im Thumbnail seht, wir schauen uns heute eine Website an, die uns meinen Tod vorhersagt. Beziehungsweise auch euer Tod. Nicht nur das, sondern auch wie wir sterben, und das finde ich heute heraus. Perfekt. Okay, Leute, dafür gehen wir hier auf Google, wie ihr es eigentlich auch schon seht. Wir gehen jetzt hier, ich sehe hier, ich habe mir den letzten Suchbegriffe, also das ist so bei mir typisch, so random Sachen, zum Beispiel hier dieser Funny Guy PNG, aber egal, ist ein anderes Thema. Wir gehen jetzt auf die, eigentlich nicht Website, sondern ich gebe jetzt hier Death. Alter, was ist denn jetzt los? Immer wenn ich aufnehme, kann ich nicht mehr schreiben. Nicht Death Note. Das ist etwas musikalisches, nein, Spaß. Also doch, ist etwas musikalisches, die Death Note, aber egal. Death Date. Einfach nur Death Date eingeben, dann hier auf die erste Seite, also deathdate.info. War ich vorhin auch schon drauf, weil ich gucken musste, ob das die richtige ist. Deswegen ist sie so lila. Und ihr seht hier, sie wollen wissen, wann, Fragezeichen. Genau, das wollen wir jetzt wissen. Ich weiß nicht, wie gut das jetzt übersetzt ist. Alter, hier kann man ja richtig viel machen mittlerweile. Okay, der Deathometer werden wir jetzt aber... Warte mal, Ach, hier genau, das Sterbeformular. Das ist nicht so dumm, Mann. Okay, wir geben jetzt hier unseren Namen ein, also Yannick. Und Nachname schon mal nicht. Okay, alles klar. Geburtstag, ich habe tatsächlich am 27. August... Nein, das wäre ein bisschen alt hier. 2005 Geburtstag. Ich bin männlich. Oh, Höhe. Scheiße, Mann. Wie groß bin ich? Ich glaube, ich bin circa 1,78. Ja, ich denke, das passt. Ja, 78. Vielleicht nicht 76 hier. Wobei, wir machen 77. Kompromiss. Egal. Gewicht. Ich bin circa 56 Kilo, glaube ich. Nee. Wir machen mal 60. Ich denke, das kommt hin. Ich habe mich schon lange nicht mehr gewogen. Stimulantien. Ich rauche nicht. Ich trinke selten Alkohol und nehme auch keine Drogen. Deswegen... lasse ich das leer. Berechnung. Ich werde am 15. März 2078 sterben. Das heißt, ich habe noch 56 Jahre vor mir, 3 Monate und 21 Tage. Hier stehen noch Sekunden, aber was denn NAN? Prozess des vergangenen Lebens. Achso, jetzt. Oh Gott, ich habe schon 20% von meinem Leben gelebt. Also ein Fünftel. Geht eigentlich voll klar. Warte mal. Das heißt, wie alt werde ich? Okay, okay, ich werde genau 72 Jahre, 6 Monate und 19 Tage alt. Boah. Jetzt nicht so alt, oder? 72, eher jung. Aber das Lustige ist, wir haben das schon mehrmals gemacht. Und immer war ich circa so zwischen 70 und 80. Meistens eher weniger von den 70, also eher im unteren Bereich. Wer weiß, vielleicht ist da was dran. Man weiß es ja nicht. Auf jeden Fall, sie können immer die Marsjahre zählen. Ja, aber das ist mir gerade egal. Okay. Das sind die drei Symbole genannt, die Symbole des Todes, bezogen auf ihr Geburtsdatum und dem vorhergesehenen Todesdatum, Allah. Sie können einen direkten Zusammenhang mit der Todesursache haben. Ihre Symbole sind Krankheit, Luft und Nahrung. Was? Also entweder werde ich irgendwie an Corona sterben oder an der Pest 2.0 oder an Luft. Wie will ich denn an Luft sterben? Also kein Sauerstoff mehr oder wie? Ersticken? Ist das mit Luft gemeint? Oder Nahrung, wenn ich einfach nur noch Macs esse und dann, ja, genau. Weitere Informationen zu den Symbolen des Todes findest du hier als Hilfe. Okay, warte mal. Ich mach das mal auf. Was ist das denn? Keine Ahnung, ich finde es gerade nicht heraus. Ich gucke mal noch kurz. Laut dieser Seite bin ich tot. Was ist los? Oben lesen. Anscheinend hat Deathdate verschlafen, aber keine Sorge. Es wird irgendwann kommen, ja, da würde ich jetzt auch nicht Angst haben, ey. Scheiße, Mann. Wie alt wärst du auf dem Mars? Das gucken wir jetzt noch ganz kurz auch in diesem Video, weil das Ganze geht ja darum, dass ich, ja, so ein bisschen Alter, wann, dass ich sterbe, hat ja auch so ein bisschen was damit zu tun. Wieso kann ich jetzt hier nicht weiter scrollen? Ach so, Monat, ach so, lol. So, lol, ich dachte gerade, wie hier ist schon wieder 15? Was haben die mit der 15, Mann? So, gehen, Alter. So, und wir wären auf dem Mars, würden wir 67,5 Jahre alt, also 67,5 Jahre alt, da werden wir am, also 111 Tag, also 101 Tag, 10. Januar 2020, scheiße,
Leute, ich muss los. Nein, Spaß. Und nächsten Geburtstag. Ach so, nächster Geburtstag. Ach, zum Glück. Nee, Leute, keine Ahnung, was das ist. Auf jeden Fall, Leute, das war jetzt eher ein kürzeres Video, aber ich wollte das euch mal zeigen und so. Vielleicht könnt ihr mal selber euer Todesdatum berechnen und mal in die Kommentare schreiben, ob ihr älter werden würdet oder eher weniger alt. Auf jeden Fall, was mit diesem Video? Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Like, aber dann drückt mir die Daumen, dass ich noch ein bisschen länger lebe. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao!